toll. So. Gehen wir einfach nochmal runter. Wir können uns auch eine Selbstmordmaschine bauen, Leute. Ja, das ist eigentlich gar nicht mal so doof. Ich meine, wir, mach ich mal Musik etwas anders, aber sonst komme ich aus einem Konzept. Einfach mal das jetzt. Und zwar, machen wir eine Selbstmordmaschine, damit ich nicht immer essen muss. Wisst ihr, wie ich meine? Ist ja eigentlich recht praktisch. Ist doch wahr. Ich meine, wer läuft schon die ganze Zeit fast tothungrig rum? Und, naja, ihr wisst schon. Es sind nur 30, ein Leck mit um euch. Nein, 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 nicht am Arsch lecken. Das ist nur ein Sprichwort, ja? An alle Perversen da draußen, es ist nur ein Sprichwort. Ja. Hm, zack, 3 haben wir davon, okay. Dann hauen wir doch mal gleich mal den Mist hier rein. So. Nein, ich werde jetzt nicht anfangen, das lalalala zu machen. Weil das wollen nämlich viele von mir mal hören, dass ich so eine Scheiße abdrehe, ja? Ich mag zwar ein Let's Player sein, der gerne singt oder so. Aber wer hat gesagt, dass ich es immer tue? Ich würde mal sagen, wir schauen jetzt mal endlich auf die eine Insel darüber, weil mich würde es echt mal interessieren, was da drüben so ist. Vielleicht findet man da drüben ja auch irgendwie, ja, Pumpkin, also sprich Kürbis oder so. Wäre auch möglich. Machen wir es mal ein bisschen schöner hier. Obwohl, wie steht's? Ach, scheiß drauf, dann verrecke ich halt. Nee, ich will aber nicht verrecken. Die Sonne geht echt unter. Ich hätte gedacht, die geht gerade auf. Bin ich ein Spitzkopf? Hey, schaut gar nicht mal so schlecht aus. Wie modern eigentlich. Meine Damen und Herren, ja, hier ist der gute Stefan Raab. Ich bin hier gerade live zur Show bei Patty Lavi. Und da hat hier eine wirklich, wirklich schöne Hütte hingebaut. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei euch angehört hat, aber naja, meine Schulkameraden sagen immer, dass ich den Stefan Raab von Switch Reloaded immer so toll oder so gut nachmachen kann. Ich persönlich finde es nicht so, aber naja. Okay, ein Eimer werde ich jetzt immer dabei haben. Glasscheiben, was haben wir hier noch? Ah ja, das könnte man eigentlich daneben hinbauen, so als Sitzding. Nö, ja, scheiß drauf. Oh mein Gott, ich habe schon wieder Scheiße gesagt. Jetzt bin ich cool. Geh schneller unter. Tralalalalalalala. Das dauert mir zu lahaha. Zu lahaha. Oh mein Gott. Naja, also der Park ist jetzt eigentlich für mich ein Fail. Gebe ich ganz ehrlich zu, aber mein Gott, was immer machen, ist jetzt halt ein kleines Projekt gewesen. Für ein kleines Projekt schon mal sehr schön eigentlich. Das war das minimalste Projekt. Das war auch, also das hier wird eigentlich noch sowas ähnliches wie so ein Strandgarten, sag ich mal. Ich habe hier nämlich noch vor, einen Pool hinzubauen. Dazu halt vom Pool so ein Wasserfall hier runter. So alles noch ganz, ganz schön ausschauen. Ja, ein Abonnent von mir hat ja auch schon so gesagt, ey, das Haus wird ja geiler wie das von der Staffel 2, von der Staffel 1. Ich habe viele Häuser in der Staffel 1 gebaut. Ja. Aber trotzdem, ja, finde ich auch, ich habe mir wieder mal gute, schöne Arbeit hier geleistet. So, jetzt kann ich ja nicht pennen gehen. So. Jo, da muss ich auch mal wieder mal einen Dankspruch an euch ausrichten. Ja, und zwar mittlerweile auf dem neuesten Stand bin ich gerade bei 191 Abonnenten. Muss ich echt mal ein Danke an euch sagen, dass ihr mich so super unterstützt. Und ich habe jetzt heute halt mal so Kombis und so durchgelesen von meinem neuesten Mafia 2 Part. Das ist jetzt in dem Fall Part 5 gewesen. Keine Ahnung, wie viel der Part ist dann demnächst ist. Und ja, da hat mir halt so ein Abonnent gesagt, ich soll ihn mal erwähnen. Na gut, ich erwähne ihn mal. Hallo Halo, wie geht's dir?
Schön dich zu sehen, zu hören, zu nicht sehen. Ja, jetzt hast du deine Erwähnung. Und ja. Also ich bin nicht so ein Let's Player, der sagt, nee, ich erwähne dich nicht in meinem Let's Play, weil du sonst famer wirst wie ich oder so. Das mache ich gerne. Ganz ehrlich. Und beispielsweise, wenn noch jemand Geburtstag oder so von euch haben sollte, dann sage ich das natürlich auch. Und ja, warum gehe ich hier hoch? Bin ich dumm oder so? Natürlich bin ich das. Nicht. Da lang, wo ist sie? Ach, scheiß Lieder. Hiha! So, gehen wir da hoch, dann machen wir den Fenster noch rein. Ob das reichen wird, ich denke mal schon. So. Bam 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 bam. Ram bam 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 bam. So, wir müssen uns mal wieder Cobblestone holen, merke ich gerade. Immer wieder Cobblestone, immer dieses Cobblestone. Ich werd verrückt. Ich brauch was. Was Leiseres. Ach nee, das ist auch wieder so ein Bum, 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 Bum Musik. Ist da wieder so ein scheiß Popelfresser? Nö. Ich glaube, ich nenne das hier ab sofort mal die Mine von Moria oder so. der Herr der Ringe geschaut hat, weiß, wovon ich rede. Herr der Ringe 1 oder 2? 1er. 1er war es. Ja, 1er. Wo Gandalf runterfliegt mit dem Balrog. Oh mein Gott, ich bin ein Herr der Ringe-Freak. Ist ja auch mein Schatz. Smergol. Oder Gollum, wie man ihn nennen mag. Ich persönlich nenne ihn Gollum. So. Es reicht auf jeden Fall, glaube ich, schon mal. Ja, es reicht schon, aber... Mach mal einfach einen halben... Mach mal einfach mal einen Stack. So. 1, 2, 3, 4. Perfekt. Hier müssen wir nicht auch noch irgendwie begradigen oder so. Naja, machen wir alles noch. Alle zu seiner Zeit. Ich habe ja noch genügend Folgenzeit. Um genau zu sein. So viel ich will. In einer Playlist passen 200 Parts rein. Das heißt, dass ich eigentlich noch 163 oder so frei habe. Keine Ahnung, bei dem wievielten Part ich jetzt bin. Scheiße. Ey. Zu. Bam. Ich will da nur nicht wieder runterfliegen. Hey, ich bin gar nicht runtergeflogen. Dass ich nicht wieder so einen Herzinfarkt bekomme.